Im Herzen Niederösterreichs liegt die Habela Sitzenberg für Landwirtschaft und Ernährung. Bereits seit 1951 wird das Schloss als Schule genutzt. Hier sitzt man nicht den ganzen Tag lang in der Schule, sondern kann in der eigenen Landwirtschaft und Gärtnerei oder in den Lehrküchen Erfahrungen sammeln. Der Schulschwerpunkt Ökosoziales Produktmanagement setzt neben wirtschaftlichen auch auf ökologisch nachhaltige und sozial faire Aspekte. Im Hinblick auf die Zentralmatura liegt ein Fokus in der Allgemeinbildung. Um den Unterricht abwechslungsreich zu gestalten, werden alternative Unterrichtsformen forciert, wodurch die Selbstständigkeit und das Zeitmanagement der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. Theorie und Praxis gehen an der Habela Sitzenberg Hand in Hand. Analysen in den Laboratorien, verschiedenste Tätigkeiten im landwirtschaftlichen Praxisunterricht und die intensive Arbeit in der Lehrküche prägen den Schulalltag. Die Kreislaufwirtschaft spielt eine große Rolle an der Schule. Viele Produkte werden selbst angebaut, verarbeitet und kommen dann auf den Speiseplan. Gesunde Ernährung wird in Sitzenberg großgeschrieben. Die Praxis hat ebenfalls einen hohen Stellenwert. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit den Tieren in der schuleigenen Landwirtschaft sowie in der Gärtnerei. Zudem absolvieren sie 3 Praktika während der Sommerferien, um das erlernte Wissen auch praktisch anzuwenden. Das im Schloss befindliche Internat ergänzt den Schulalltag. Die Schülerinnen und Schüler verbringen ihre Freizeit miteinander, unterstützen sich gegenseitig und werden Freunde fürs Leben. Die Absolventinnen und Absolventen sind mit der Matura und einer praxisnahen Ausbildung gefragte Kräfte am Arbeitsmarkt, können aber auch sämtliche Studien belegen. Es stehen alle Wege offen für ein glückliches und erfülltes Berufsleben.